der Baumeister, Mann! Oh, sweet. Wo wir bei dem Thema Coca-Cola sind. Mir ist auch in letzter Zeit aufgefallen, dass ich gar nicht mal so gerne so süße Sachen trinke. Ich trinke ganz gerne so milden Eistee von so einer ominösen Wasserfirma, die ich jetzt nicht genau beschreiben will, Wolwig. Denn generell, das Wasser ist echt angenehmer als die ganze Zeit nur irgendwie so ein scheiß Gesöff, was dann einem den ganzen Mund verklebt und man dann diese Spuckebläschen hat die ganz gerne mal. Alter, so bad, schreibt er. Halt doch einfach mal deine Fresse, du dummer Hurensohn. Ich hasse dich. Lol, Alter, das hat schon direkt angefangen. Auf jeden Fall ist einfach mal mein Geheimtipp der Woche, trink mal Wasser. Ich mein's ernst, Alter. Wasser ist gar nicht mal so scheiße, wie ihr alle denkt, weil irgendwann gewöhnt man sich an den Scheiß. Es schmeckt zwar am Anfang richtig behindert, aber irgendwann gewöhnt man sich echt dran. Und dann ist Wasser einfach, dann denkt ihr euch nur so, ey, Digga, was soll ich mit eurem süßen Zeug da, Digga? Ich trink Wasser. Und dann seid ihr ready. Der hat sich's auch irgendwie anders überlegt, habe ich so das Gefühl. So, Jungs, Alter, ich schub's euch jetzt von der Bordsteinkante. Digga, oh fuck, Mann! Ich wollte die da runterschubsen. Ich push den einfach mal, weil ich so nett bin. Komm, wir teamen ein bisschen, Nico. So, Alter, du Wichser! Du Wichser! Du nutzt es aus! Du nutzt mich einfach aus in meiner schwachen Sekunde! In meiner schwachen Sekunde nutzt er mich aus und tötet mich. Ey, yo! Also, willkommen zu einer weiteren Round Quick Survival Games. Und mich würde mal echt interessieren, soll ich auch mal andere Spiele spielen als Minecraft? Weil zum Beispiel ich hatte den Vorschlag an euch, wenn ihr das wollt, dass ich doch das neue Borderlands Let's Player, nicht wirklich Let's Player, aber halt einfach so, ihr wisst schon, so lustig Spiele, so ein bisschen zusammenschneiden und so. Weil ich stell mir das ganz spaßig vor. Ich habe bis jetzt jeden Teil von Borderlands gespielt und würde doch auch gerne den The Pre-Sequel spielen, weil mich ganz gerne die Geschichte hinter Jack und The Sparrow und alles interessieren würde. Deswegen meine Frage an euch, soll ich auch mal andere Spiele spielen als immer nur Minecraft und generell, was noch, außer jetzt zum Beispiel Borderlands in dem Fall. Oh, wir haben eine volle Eisenrüstung. Ne, haben wir nicht. Einfach mal, was soll ich anderes spielen außer Minecraft? Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und zu Minecraft jetzt nicht sowas wie, spiel mal Endergames. Ja, Junge, das ist auch Minecraft. Viele definieren ja Minecraft nur mit diesem Ganzen, dass man irgendwie rumläuft, bisschen Blöckchen setzt und so. Das ist natürlich langweilig, aber zum Beispiel sowas wie Survival Games oder sowas oder Endergames, das ist richtig geil. Aber das würde ich jetzt nicht als ein unterschiedlicher Modus anerkennen. So, mein Freundchen, du wirst runtergeschubst. Dann halt nicht. Dann halt wirklich nicht. Ich meine, wenn er nicht will, dann okay. Junge, du, mein Freundchen, du wolltest dich gerade nicht treffen lassen. Das heißt, du bist ein Kandidat für mein Schwert. So, wir haben volle Eisenrüstung. Das ist doch schon mal echt richtig gut. Ich merke auch selber, dass wir so unglaublich krass gegaint haben in der letzten Zeit. Viele schreiben mir auch in die Kommentare, herzlichen Glückwunsch, Karl. Du bist jetzt echt besser geworden in Minecraft. Und wenn ich irgendjemand auch erzähle, ey, ich bin besser geworden in Minecraft, die sagen mal, bist du behindert oder was? In Minecraft kann man nicht besser werden. Und im Prinzip hat man ja auch recht. Also, man kann besser werden beim Bauen, man kann besser werden, aber zum Beispiel, ich finde ganz ehrlich, jetzt mal, ich finde, man kann sich schon in Minecraft verbessern. Aber wirklich, man kann sich extrem in Minecraft verbessern. Ich meine, guckt uns doch mal an. Guckt uns doch mal an, wie scheiße wir waren. Wir sind immer noch scheiße, aber wie scheiße wir mal früher waren. Ich habe doch früher nichts auf die Reihe bekommen. Aber jetzt mittlerweile habe ich auch ein gutes Bogen-Aiming, was viele andere auch nicht haben. Ich kann so zum Beispiel besser einschätzen, wo der Bogen landen soll. Und nicht so wie früher, wo ich dann einfach die ganze Zeit nur irgendwie Bogen gespammt habe, was ich immer noch mache. Aber früher war das noch ein bisschen extremer. Auf jeden Fall rede ich mir gerade wieder den Mund fusselig und es geht gleich los mit einem Deathmatch. Oh, ich bin mal gespannt. Oh, das ist die Map. Da werden wir doch direkt nach oben gehen und uns das liebe Schwertchen da holen. Okay, hier geht's auf jeden Fall schon mal nicht lang. Brudi, du, mein Freund, gehst jetzt. Na, okay, da hat sich das Schwert gedroppt. Das ist nicht so schlimm. Das ist wirklich gar nicht mal so schlimm. Wir werden hier trotzdem poppen. Mann! Nein, nein, nein. Da werden wir beinahe runtergefallen. Nein, 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 nein. Oh, der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht. Bo, 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 der Baumeister, Mann! Okay. Okay, da war ich jetzt sehr konzentriert. Wir haben trotzdem verloren. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, der hatte so einen Trank der Regeneration.
Naja, muss man mal gucken, ne? Muss man mal gucken. Ey, yo, Leute, willkommen zu einer weiteren Round Quick Survival. Oh, guck mal, das ist Heiko. Lol, das ist der Heiko, Alter, was macht der denn hier? Auf jeden Fall, willkommen zu einer weiteren Round Quick Survival Games. Und wir spielen natürlich wieder mal mit... Boah, fuck, Junge! Was will der denn, Alter? Was, Junge, was? Was war das denn für eine Scheiße gerade eben? Was war das denn für eine Scheiße? So, auf jeden Fall wollte ich mal über das Thema reden. Wer spielt eigentlich von euch noch Brettspiele? Früher war es bei mir so, ich habe einen Haufen an Brettspielen gehabt und habe auch echt immer die ganze Zeit damit gespielt. Aber mittlerweile, Alter, mittlerweile, ich kann mir das nicht geben. Ich kann mir diesen Scheiß nicht geben. Ich kann mir einfach keine Brettspiele geben. Oh, ich will jetzt einfach mal über ein Thema reden und nicht die ganze Zeit getötet werden. Bitte, nur ganz kurz, hört mal einfach auf, mich zu targeten, ja? So, also, ganz ehrlich, so, ich gehe mal hier ein bisschen auf den Erzählmodus. Also, früher hatte ich so viele Brettspiele. Früher habe ich die ganze Zeit nur mit meinem Vater irgendwelche Drecksbrettspiele gespielt, die heutzutage niemand mehr spielen würde. Beziehungsweise ich spiele ja auch nicht mehr. Aber was? Ab welchem Punkt spielt man eigentlich keine Brettspiele mehr? Spielt ihr noch Brettspiele? Ich glaube, manche. Ich glaube auch besonders die weiblichen Zuschauer unter euch werden hin und wieder mal Brettspiele spielen mit ihren Friends oder so, aber so was meine Freunde angeht, besonders halt auch die, die sehr viel im Internet sind, die spielen gar keine Brettspiele. Und ich finde das auf eine gewisse Art und Weise natürlich normal, dass man sich halt auch so weiterentwickelt, was man spielt, aber ganz ehrlich, Brettspiele, die haben irgendwie was, ne? Auf eine gewisse Art und Weise haben die was, die sind halt so ein bisschen analog, aber naja... Wenn mir jetzt so jemand so ein scheiß Brettspiel geben würde, würde ich es auch nicht spielen, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich nicht. Ich finde Brettspiele, ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, ich finde Brettspiele wirklich langweilig. Das liegt einfach echt daran, dass ich zu viel am PC verbringe, zu viel Zeit. Aber ich mache ja nichts Sinnloses. Ich mache ja YouTube-Videos, wenn man das jetzt irgendwie als was Sinnvolles anerkennen würde. Und auch was mir auch aufgefallen ist, früher war es zum Beispiel so, meine Eltern haben versucht, mich dazu zu bringen, dass ich mich fürs Lesen begeistere. Aber das Problem war daran, dass mich einfach Lesen wirklich ein Scheißdreck interessiert. Ich habe nie gerne ein Buch gelesen. Ich habe damals immer so was angefangen, so ein Scheißbuch. Aber hab's dann nicht zu Ende gelesen. Oh, was? Wir haben ihn geplättet. Wir haben ihn geplättet. Alter, ich zitter. Ich muss hier weg, Jungs. Oh, wir haben ihn geplättet. Aber früher war es echt so, ich habe extrem viel versucht, immer so ein Buch zu lesen, aber dann habe ich es nicht geschafft, weil einfach Bücher zu langweilig waren. Für mich, ihr kennt das doch bestimmt auch von euch. Könnt ihr überhaupt ein Buch lesen, ohne dabei irgendwie voll wegzupennen? Und wenn ja, dann, okay, ich werde es vielleicht nicht machen, aber empfiehlt mir mal einfach ein Buch, was ich lesen könnte, weil, ganz ehrlich, mich würde einfach mal interessieren... Also ich werde es nicht lesen, ganz sicher nicht, weil ich keine Bücher lese. Einfach aus Prinzip, weil ich einfach behindert und dumm bin und ein Stück Scheiße. Aber einfach mal aus Prinzip, was lesen meine Zuschauer? Oder was lest halt auch ihr? Mich würde es einfach interessieren, ob ihr überhaupt lest. Weil schreibt mir dann einfach mal in die Kommentare, ich lese Bücher, ich lese keine Bücher, ich hasse Bücher, ich hasse keine Bücher. Halt sowas, ne, weil ich ertappe mich jeden Tag dabei, wie ich mir einfach nur denke, Jungs, Alter, wie kann man denn lesen? Wie kann man denn lesen? Wie kannst du denn lesen, Junge? Was? Oh, soll mir recht sein, ne? Ich werde mich jetzt erstmal schön gediegen verpissen, weil... Oh, fuck, Goldapfel, Junge, der ist real! Scheiße, Mann, wir haben 12 Pfeile, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Ist da ein Team? Nee, okay, oder? Nee, das ist einfach nur ein langer Name. Aber ganz ehrlich, ich finde echt, dass Bücher mittlerweile einfach so ein Medium sind, was... man sich nicht mehr so krass geben kann. Ich finde, da ist YouTube einfach viel zu geil. Einfach dieses Visuelle, dass man was füreinander macht, dass YouTuber füreinander was machen. Jungs, Alter, was ist denn mit dem los, mit dem Typen? Was ist denn mit dem los, Alter? Komm jetzt her! Oh, fuck! Mann! Maroks, Junge! Fick dich! Ja, er hackt. Ich weiß nicht, ob er hackt, aber er hat gerade echt schon ziemlich krass getroffen. Aber ich glaube, er hackt nicht. Ich finde es auch doof, dass man jeden als Hacker bezeichnet. Aber manchmal, Jungs, Alter, manchmal ist man echt am Hacken. Also nicht ich, aber andere.